Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Smart LED Posen vorstellen. Smart bedeutet, in jeder Pose ist in der Spitze ein Bissanzeiger integriert. Das erkläre ich euch jetzt mal kurz und stelle euch mal kurz vor, wie das funktioniert. Eine richtig coole Sache. Verpackt sind die Posen, alle einzelnen SB bekommt ihr so bei eurem Tackle Dealer. Zu Posen selbst, wir haben 6 verschiedene Posen. Hier eine Standard Allround Durchlaufpose. Hier zum Beispiel eine Wacklerpose mit einer Langantenne, wo natürlich auch der Bissanzeiger integriert ist. Dann haben wir vorgebleite Posen, 2 verschiedene, als Raubfischpose, hier wieder als Raubfisch- oder Allroundpose, sowie ein vorgebleiter Wackler mit kurzer Antenne, sowie noch ein leichter Wackler-Durchlaufpose mit einer Langantenne zur guten Bisserkennung. Zur Montage selbst benötigt wird eine Starbatterie, entweder eine CR425 oder eine CR535, passend beide. Zur Montage einfach die Antenne abschrauben, die Starbatterie einstecken, nach dem Gebrauch, nach dem Angeln natürlich die Batterie wieder entfernen. Ihr könnt schon sehen, hier leuchtet schon. Die LEDs sind so stark, dass sie bei Tageslicht sowie bei Nacht gut sichtbar sind, falls jemand tagsüber auch mit Bissanzeiger angeln möchte. Wie ihr jetzt sehen könnt, wenn die Pose im Wasser ist, leuchtet sie grün und wenn ein Fisch beißt, rot, wie ihr hier schon erkennen könnt. Das Besondere hier ist ein Bewegungssensor, sprich ein Gravity-Sensor verbaut, welcher nur bei Bisse reagiert. Sprich, wenn die Pose sich seitlich bewegt, durch Wellengang, durch Wind, durch Strömung, wird hier nicht viel passieren. Erst wenn der Fisch beißt, druckartig nach unten, ändert sich die Pose in der Farbe hier zu rot. Jetzt zeige ich euch das mal noch kurz am Wackler montiert, wie sich hier der Biss verhält. Bei der langen Antenne. Einstecken, zuschrauben. Übrigens, hier ist eine Dichtung verbaut, dass einfach alles wasserdicht ist und hier nirgends Wasser eindringt. So leuchtet die Pose, wenn kein Fisch beißt. Wie wir das sehen können, wenn er rechts und links bewegt, durch Wind oder Wellen oder ähnliches, wird hier kein Biss angezeigt. Und sobald es nach unten geht, ändert sich die Farbe der Antenne komplett in Rot. Bei Nacht sehr gut sichtbar, auch tagsüber gut sichtbar, aber natürlich gut für das Nachtfischen geeignet. In diesem Sinne, im neuen Posenprogramm, wie es ihr bei jedem Händler bekommt, sind alle Posen verfügbar über Allroundangeln, Raubfischangeln mit Wackler, für Weidewürfe, Vorgebleite. Testet es einfach mal aus, dann werdet ihr begeistert sein. Ziemlich cooles Gimmick hier. Ein Bissanzeiger in der Pose verbaut, erhältlich bei eurem Tackle Dealer. Viel Spaß am Wasser und Petri Heil.